Ich habe heute einen Text gefunden, der mich zum Nachdenken angeregt hat und ich möchte ihn euch nicht vorenthalten. Darüber sollte jeder nachdenken. 8. Mai 1945. Deutschland hat den schlimmsten Krieg aller Zeiten verloren. Eine ganze Generation Männer ist gefallen, verwundet oder in Gefangenschaft. Millionen Frauen, Kinder und Alte im über 3 Jahre dauernden alliierten Bombenterror gestorben. Alle deutschen Städte liegen in Schutt und Asche. Die Hälfte der überlebenden deutschen Bevölkerung ist obdachlos. Hunderttausende deutsche Frauen wurden von den Siegern vergewaltigt. Es herrscht Hunger und unvorstellbare Not. Noch dazu werden Millionen Menschen aus ihrer jahrhundertealten Heimat in Ostpreußen, Schlesien, Pommern, Böhmen und dem Sudetenland grausam vertrieben, mit nichts als den Sachen auf dem Leib. Doch anstatt aus dem eigenen Land abzuhauen, nahmen die Menschen ihr Schicksal an, suchten keine Vollversorgung im Ausland, sondern krempelten in Deutschland die Ärmel hoch und innerhalb weniger Jahre stampften sie ein wirtschaftliches neues Land aus dem Boden. Warum? Ganz einfach. Diese Generation hat an Deutschland geglaubt und nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Für diese Menschen war Deutschland alles und sie hatten den Anstand und die Opferbereitschaft, für ihr Schicksal selber gerade zu stehen. Heute, im Jahr 2022, haben wir eine Regierung, welche die Arbeit, den Mut und den Glauben dieser einzigen Generation mit Füßen tritt, die den jahrzehntelangen Aufbau unseres Landes gegen die Wand fährt, die sich erpressbar macht und von allen Ausländern, die fremde Religion, fremde Werte und fremde Gesetze mehr achtet als die unserer eigenen hier in Deutschland, die statt gute Beziehungen zu allen Ländern zu pflegen, mit Säbeln rasseln, grenzenlose Zuwanderung durch fremde Völker ohne Auflagen und Zustimmung der Mehrheit der deutschen Bevölkerung zulässt. Sie kommen als Gast in unser Land und nutzen unser Sozialsystem aus, ohne jemals einen Euro eingezahlt zu haben. Und es regiert eine Politikerklasse, die das eigene Volk schon lange nicht mehr wahrnimmt und sich nur noch um die eigenen Posten kümmert. Die zulassen, dass ausländische Politiker üble Reden in und über Deutschland halten, uns verhöhnen und unsere Toleranz über jede Schmerzgrenze hinaus ausnutzen. Diese Liste könnte man endlos fortsetzen. Aber nicht mehr mit mir. Ich liebe Deutschland. Das ist meine Heimat, das ist meine kulturelle und geschichtliche Wurzel und das deutsche Volk ist mein Volk und ich bin deswegen noch lange kein Nationalsozialist oder von gestern. Und ich werde mich nicht von sogenannten Gutmenschen mundtot machen lassen. Deutschland war und ist und bleibt unser Land, das Land der Deutschen. Und nur weil man stolz auf sein Land ist, ist man noch lange kein Nazi. Die Person, die diesen Text im Netz geteilt hat, kenne ich persönlich und ich finde, es ist ein Text, der das Nachdenken wert ist.